Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Adopt Me hat das Osterfest gebracht. Also in Adopt Me heißt es Frühlingsfest, weil ja nicht alle Ostern feiern. Aber für mich persönlich hat es mega heftige Oster-Vibes. Und ich freue mich besonders auf das Robux-Pad, das wir dieses Mal bekommen. Denn es ist ein limitierter Border Collie. Während wir gerade zum Fest laufen, seht ihr, wir haben eine neue Währung. Und das sind Ostereier? Ich glaube, es sind Ostereier. Und nein, es wird dunkel. Natürlich wird es dunkel. Wenn ich mir die neuen Sachen angucken möchte, dann wird es dunkel. Wow, da ist mega viel jetzt neu dazugekommen. Ich habe ja in den letzten Wochen immer mal wieder angekreidet, dass die Map sich gefühlt nie ändert und wir immer irgendwo rein müssen. Dieses Mal, seht ihr das, haben wir einen riesengroßen, oh mein Gott, einen riesengroßen Fence, wollte ich sagen, aber das ist wieder Englisch, ne? Einen riesengroßen Zaun. Manchmal fallen mir auch deutsche Wörter ein. Einen riesengroßen Zaun und riesengroße Blumen. Und ich bin jetzt mega gespannt, was uns erwartet. Oh, wow. Oh mein Gott, das sieht mega hübsch aus. Jetzt wartet mal, wir haben hier hinten, ich habe keine Ahnung, was es ist. Irgendwas mit den Pets vermutlich. Dann haben wir hier noch ein Pet-Teil. Das ist auch in 6 Tagen kommt es erst. Aber das andere ist, glaube ich, schon offen. Und wir haben hier den Shop. Aber lasst uns mal zum Schluss zum Shop gehen. Ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz gucken, was das andere hier ist. Denn das sieht ziemlich gut aus. Und das hier, da müssen wir noch eine Woche warten, bis es aufgeht. Ich freue mich schon. Das Springfest geht, ihr seht es hier, 20 Tage, also insgesamt 3 Wochen. Und ich freue mich mega. Ich freue mich mega, mega, mega drauf. Und wir gehen jetzt... Sauron, ernsthaft? Warum? Oh, jetzt ist er wieder müde. Es ist so anstrengend. Und falls ihr euch fragt, warum Sauron dabei ist, das ist ziemlich simpel. Denn meine ganzen Shetland-Ponys habe ich bereits ausgelevelt und die kann ich schon Neon machen. Aber ich habe einen Frosch im Hals. Was ist denn mit mir mit dem Fröschen immer? Aber der schlafende Sauron hier, der ist immer noch bei Nummer 1. Und der braucht noch ein bisschen. Und wenn er fertig ist oder ein anderes Pet, keine Ahnung, werde ich auf jeden Fall auch wieder ein Neon-Video machen. Ist es nicht... Oh, guck mal hier. Next Game in 4 Minuten. Das Gemeine an dem Ganzen ist, dieses Game kann man meiner Meinung nach, also glaube ich zumindest, nicht auf einem privaten Server machen, denn ich spiele auf einem privaten Server. Das kann man, glaube ich, nur in öffentlichen Servern machen. Oder man muss letztendlich Freunde fragen, ob die mit einem gemeinsam hier spielen wollen. Denn man bekommt 600 von den Ostereiern, dass man überhaupt mitmacht. Aber 150 pro Gewählten. Das bedeutet, dass ich befürchte, dass man hier eben nicht mitmachen kann, wenn man ganz alleine ist. So, ich habe jetzt Sauron schlafen geschickt, weil er hatte Hunger, Durst, war dreckig, wollte schlafen und ich weiß nicht, was noch alles. Und ich möchte einfach komplett ohne Mimimi jetzt in diesen Shop reingehen und gucken, was wir alles bekommen können. Oh mein Gott, ist das süß. Okay, wir gucken erstmal die ganzen Sachen an. 800 von den Eiern. Das ist wahrscheinlich alles für Eier. Oh mein Gott, ist das süß. Oh, als ob, aber teuer. Oi, oi, oi. 3000 Eier. Wenn man sich überlegt, wenn man mit 2 Leuten spielt, theoretisch, dann bekommt man 750 pro Spiel. Ich hoffe, es kommt noch ein weiteres Spiel dazu. 5000? 15.000. Also, ich muss ehrlich sagen, das hört sich jetzt erstmal extrem teuer an. Ich kann mir vorstellen, dass auf dem öffentlichen Server, wenn man mehrere bekommt für 150 dazu, also wenn mehrere für einen voten, bekommt man mehr. Aber ansonsten, glaube ich, können wir einfach nur hoffen, da ist der Border Collie, können wir einfach nur hoffen, dass das nächste Spiel, das wir vielleicht nächste Woche noch bekommen, einfach ein bisschen mehr gibt. Wir haben hier Mushroom Flying, das für 400. Oh mein Gott, das ist ja süß. Eine Leine, oh mein Gott. Eine Rattle, eine Rassel. Ein Plushie, oh mein Gott, das ist alles mega süß und alles für diese Eier. Also ich, oh mein Gott, das Auto. Oh nein, 30, what? 30.000, ja okay, ich meine, wir können schon froh sein, dass es keine 100.000 sind. Oh mein Gott, okay. Wir gehen zum Schluss zum Border Collie, denn den können wir uns nämlich heute schon leisten. Dann haben wir den Hare, einen süßen kleinen Hasen. Oh mein Gott, bist du putzig. 35.000?
Oh my goodness. Fashion Fever is starting soon. Wir machen das jetzt mal nicht, weil wie gesagt, ich glaube, dass es gar nichts bringt, wenn ich das jetzt alleine mache. Die Wood Pigeon kostet 60.000 Eier? Excuse me? Ist das euer Ernst? Wie viele Eier brauchen wir denn, um hier alles zu kaufen? Was kosten denn Eier? 50.000 Eier kosten 1.225 Robux. What? Das bedeutet, für 1.225 Robux kann man sich nicht mal ein Wood Pigeon kaufen. Leute, früher, wenn man früher um die 2.500 Robux ausgegeben hat, konnte man sich gefühlt alle Pets kaufen und alle Dinge, die man wollte, für dieses Geld. Irgendwas läuft da schief bei Adopt Me. Also, es ist gefühlt alles mega teuer. Was nicht teuer ist, Gott sei Dank, Leute, ist der süße kleine Border Collie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr mir schon lange folgt oder nicht. Wenn ihr mir schon lange folgt, wisst ihr, ich hatte früher einen Australian Shepherd, die ähnlich sind wie die Border Collies. Die sind auch Hütehunde. Meine Hündin hieß Fly und war ein Blue Merle. Und ja, ich habe sie sehr geliebt. Sie ist 14,5 Jahre alt geworden, ist an Altersschwäche gestorben in 2019. Und ich liebe Hütehunde. Ich finde Hütehunde wahnsinnig toll. Und Border Collies sind mindestens genauso toll wie Australian Shepherds. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir halten ihn total süß. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen verliebt. Oh mein Gott. Und dass wir jetzt einen Border Collie hier im Spiel haben, ist mega. Denn ich hoffe einfach mega, 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 mega heftig, dass wir eines Tages auch den Australian, beziehungsweise mittlerweile heißen die auch American Shepherds, weil ne, die sind eigentlich ja in Amerika, sind auch in Amerika bekannt geworden. Deswegen wurden die in Amerika umbenannt, ich glaube letztes Jahr. Und jetzt heißen die nicht mehr Australian, sondern American Shepherds. Und ich hoffe, dass wir so einen Wald bekommen und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht mehrere Farben bekommen. Wie gesagt, meine Hündin war eine Blue Merle Hündin und ich hätte die natürlich auch gerne, genauso wie mein verstorbenes Pferd, hier in Adopt Me. Oh mein Gott, ich liebe ihn, der ist mega putzig. Ich bin mega gespannt, wie er in Neon aussieht. Wir gucken mal ganz kurz nach, denn das interessiert mich sehr. Wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, was wahrscheinlich nicht passieren wird, würde ich mir wünschen, dass das Schwarze sich verändert. Dass er irgendwie ein Bimerle wird zum Beispiel. Also, ne, dass wir, ganz offensichtlich ist er ja schwarz-weiß, aber dass wir vielleicht ein bisschen Merle drin haben in Schwarz und Grau. Das finde ich mega cool, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Sie haben sich wahrscheinlich nicht so viel Mühe gegeben für den Border Collie, der nur ein Rare Pet ist. Aber das hätte ich ziemlich cool gefunden, dass wir dann ein Bicolored Merle zum Beispiel haben können. Aber ich befürchte, das wird nicht passieren, oder? Let's go. Ja, gut. Ich hätte es cooler gefunden, wenn das Schwarze blau wird, ehrlich gesagt. Ich finde, es passt nicht. Denn der Border Collie ist da einfach immer weiß und was heißt immer, es gibt auch andere, bisschen anderes farbige Border, aber nee, der Neon gefällt mir leider gar nicht. Ach, schade, okay. Ich hatte gedacht, dass wir vielleicht einfach mal ein bisschen was Neues bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Denn immer dasselbe, immer so, ne? Das ist jetzt, also wahrscheinlich jeder hätte jetzt gedacht, dass der genau so aussieht. Ich hätte es mir wahnsinnig gewünscht, wenn es genau andersrum gewesen wäre. Das wäre super flashy gewesen. Aber ich kann es verstehen, dass es Adopt Me nicht gemacht hat. Denn wie gesagt, der Border Collie ist nur ein Rare Pet. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Hättet ihr gerne einen Border Collie? Soll ich den Border Collie traden? Er kostet nur 150 Robux. Aber ich finde ihn mega süß und meiner Meinung nach einer der schönsten Pets, die wir in letzter Zeit bekommen haben. Denn ich liebe Hunde. Vielleicht habt ihr auch schon meine Shorts gesehen. Ich habe ja wieder einen kleinen Welpen und ja, ich freue mich mega, dass wir jetzt einen neuen Hundi bekommen haben. Aber ich hätte gesagt, das war's mit diesem Update-Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!